So Leute, wow, muss ich mich jetzt beeilen. Ich habe gerade noch ein Video angeguckt, weil das Laden ein bisschen länger gedauert hat. Wir sind wieder mal unterwegs mit dem Fiat und dieses Mal würde ich sagen, das ist eine andere Map. Wir werden nicht ganz so locker rangehen. Wir haben jetzt voll ein bisschen aufgebaut, so unsere Sachen. Und ja. Wir werden mal hier drüben abhauen. Mit der Hoffnung, uns ein bisschen besser zu verstecken zu können. So. Eigentlich ist es doch fast die gleiche Map, bloß ein bisschen zerstörter, nicht wahr? So. Wir haben 170 von den 17 mm, dann haben wir 7,5 von den 5, 7 mm oder irgendwie sowas und 10 von den paar 30, glaube ich sogar, paar 20, die sehr teuer sind, da kostet 800 ein Stück und deswegen habe ich bloß 10 mit, das Geld brauche ich dann später für neue Tanks und da geht's schon los. Alter Schwede. Oh, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Eigentlich können wir ja bloß noch verlieren, oder? Alter! So Leute, irgendwie sind wir jetzt erst mittendrin gespawnt. Wir sind mit dem T29. Scheiße, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Genau, T29 von Russen unterwegs von der Sowjetunion. Der hat ein bisschen mehr Durchschlagpower, hat auch ein bisschen mehr Leben drauf und kann sich aber nicht so gut verstecken wie unser Alter. Deswegen... Alter! Was? Was ist hier passiert? Kann mir das mal bitte einer erklären? Was ist das für einer? Der Panzer IC, Alter! Alter! Jetzt müssen wir erstmal gucken. Was ist denn das für einer? Von welcher Richtung kommt denn der her? Das ist von der dritten Gattung, das habe ich gesehen. Ja, mal Weste. Hier, von den Deutschen. Alter. So mit dem müssen wir dann auch nochmal fahren, damit wir hier nochmal Punkte holen können. Aber wir haben die Punkte zurecht, zusammen. Leichtraktor, Elite-Status. Okay. Ja, und dann fehlt uns eben der hier. Das heißt, den können wir theoretisch jetzt verkaufen, weil wir hier keine Punkte mehr brauchen. Den Leichtraktor. Da kaufe ich den mir so sofort als nächstes. Ja, mit 50% Ausbildung. Ja, ich muss erstmal verkaufen. Gut, müssen wir erstmal gucken. Und ich würde einfach mal sagen, Leichttraktor ist gar nicht mehr bei uns. Ich würde mal sagen, den Panzerjäger kann ich nicht mehr. Den mag ich nicht. Besatzung wird entlassen. Ich kriege 15.000 drauf. Ah, wir wollen mal die Munition, die nehme ich ins Lager. Oder nee, die verkaufen wir mit. Die verkaufen wir mit. Verkaufen. Der Panzerjäger ist sowieso nicht mein Freund. Und da gehen wir jetzt hier rein. Und kaufen. Und wir gehen mal lieber auf Forschung. Da muss man ja den richtigen kaufen. Den Panzer 1. Mit
der Besatzung hier. Ja. Ja, wenn wir nächstes Mal den hier sehen. Leute, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Part. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, kippt ihn dann nach oben. Wenn ich dann da unten schreibe, dann kommt darüber natürlich mehr davon sehen wollt. Ich würde mal sagen, das können wir uns mal machen, wenn wir schon mal Gold haben. Haben wir jedenfalls noch einen Platz frei, jetzt wo 50% sind. Hier kriegen wir irgendwie noch über noch mal 5 Sternchen, dazu, mal 5 die Sternchen, aber gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Menzi.